Alright, Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Moon Black 2. Ja, wir stehen kurz vor dem Jesus Fight. Den habe ich ja leider im letzten Part nicht gezeigt, weil sonst wäre der Part viel zu lang gegangen und ich war keiner getriggert. Whatever, scheiß drauf. Ich weiß nicht, je nachdem, wie schnell wir durchkommen oder wie lang der Kampf dauert, kommt das als Zusatzpart dann Samstag oder Sonntag. Wenn wir relativ zügig durch sind und ich noch ein bisschen Progress kriege, dann denke ich, kommt das einfach als regulärer Part am Montag. Ja, ich habe aber auch gesagt, ich werde ein paar Encounter austauschen. So. Wanda ist jetzt 65, der Rest auf 64. Wanda ist so gesehen mit on par. Die anderen sind halt ein Level drunter vom Cap, aber ist auch scheißegal, ist keine Nuzlocke. Und ja, wir haben Kevin wieder im Team. Mit dem Expert Belt, mit Leaf Blade, Excisor, Law Sweep und Protect. Ich habe jetzt mal Protect drauf gemacht anstatt Agility. Einfach weil wir schon relativ viel Speed haben und Protect können wir halt was outstallen, bla bla bla. Warum hat Protect nur 5 von 10? Ich habe keine Ahnung. Dieser Hack ist einfach eine Sache für sich. So, dann haben wir jetzt Gengar. Ich hatte noch einen einzigen Linksdown tatsächlich, womit wir halt Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln, ne? Link, die ist das, bla bla bla, so entwickeln können. So, und da haben wir Spelltech drauf, Shadow Ball, Dark Pulse, Will-O-Wisp habe ich ihm beigebracht. Confuse Ray habe ich noch draufgelassen. Sobald ich irgendwie Eissturm oder so habe, werde ich das wahrscheinlich auch drauf machen. Donnerblitz wäre auch eine Option, aber wir haben bereits zwei Pokémon im Team, die Donnerblitz können. Von daher, ja, so. Und dann zu guter Letzt Mason. Das wäre so geil, könnten wir einfach mega, ne? Mit dem Life Orb einfach zum Reinklatschen. Hat Sand Veil, gute Ability, aber ich habe kein Pokémon, was den Sand aufsetzen kann. Extrem schlechtes Wesen, extrem schlecht. Dragon Claw, Earthquake, Shadow Claw und Crunch. Einfach voll ins Gesicht, rein da. Und ja, ich denke, das ist unsere Antwort gegen Mega Metagross. Ansonsten halt Casper und einmal Will-O-Wisp. Und dann, ja, runterchippen oder so. Alright, also Friends, wir gehen rein. Falls es euch gefällt, wie immer, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft gar keine Pokémon-Videos oder sonstige Videos mehr zu verpassen. Wäre cool, wenn wir die 1000 Abonnenten auf jeden Fall noch schaffen würden. Und dann würde ich sagen, werde ich mal wieder ein paar Videos Pause machen mit dem ganzen Liken und Abonnieren, dies, das, bla bla bla. Aber hey, ihr wisst, wie das läuft. Ohne manche Leute daran zu erinnern, vergessen sie es halt. Es ist auch nicht schlimm. Viel lieber und viel cooler wäre es an sich, wenn ich 2-3 Kommentare immer pro Video erhalten würde. Das wäre viel cooler. Das hilft auch ungemein beim Wachstum. Aber it is what it is. Ich hoffe, es kommt halt mit der Zeit so. Dieses aktiv Kommentare schreiben von den Leuten. Und dass sie natürlich auch auf dem Channel bleiben. Weil es gibt immer wieder aktiv Kommentarschreiber. Aber die hauen immer wieder ab. So, von daher, naja. Okay, wir haben nichts zum Setupen. Wir machen einfach Instant Leaf Blade für Relegator. Wie bereits gesagt, den Kampf habe ich ja bereits zweimal gemacht, weil Bullshit, der hat eine Anti-Pflanzenbeere. Ist okay. Er hat Ice Fang. Das tut weh. So, das für Relegator ist tatsächlich auch ein bisschen mixed sogar. Es hat Hydropumpe, Donnerblitz, Ice Fang und Schwertanz. Ich denke, der Hackersteller hat sich dabei gedacht, wie wir jetzt gerade, dass wir da ein Pflanzen-Pokémon reinschicken. Deswegen Ice Fang plus Sword Dance killt uns halt instant. Das Teil hat auch Ice Beam. Das ist Standard. Jetzt wird es wahrscheinlich jetzt auch drücken. Und deswegen gehen wir in Wanda. Das Problem dabei ist, wenn das Teil Donnerblitz hat, sehr, sehr schlimm. Hätten wir jetzt Lightning Rod auf Kevin, wäre geil. Aber it is what it is. Ja, ich kann nur in Wander gehen, ne? Wenn er dann eine Elektroattacke droppt, dann geben wir Mason. Wenn er dann Hyperstrahl droppt, das ist wieder eine andere Sache. Vielleicht von Mason dann into Casper? Aber Casper kann gegen Porygon-Z nicht viel machen. Wir haben halt keine Kampfattacken, ne? Also unser Kampf-Pokémon ist jetzt raus. Aber ich habe sehr viel rum um Mega Metagross und so gegambelt, beziehungsweise das Team angepasst.
und um die restlichen Pokémon. So, Ice Beam war ja klar. Jetzt ist halt die Frage. Life Orb, by the way, ne? So wie, habe ich ja schon mal erwähnt, so wie jedes zweite Pokémon. Jetzt stellt sich die Frage. Hyperstrahl? Donnerblitz? Was kann es noch? Hyperstrahl, Donnerblitz, Ice Beam. Kann es Genesung? Sehr gute Frage. Es kann auch Shadow Ball, ne? Stimmt. Oh, Porygon Z ist sehr gefährlich. Ja, die Frage ist nur, was kommt jetzt? Das ist eine Frage. I don't know. Der Safe Play wäre Mason. Falls jetzt eine Elektro-Attacke kommt. Wir sollten auch. Nee, wir sind nicht schneller. Wir haben Minus-Speed-Wesen. Glaube ich nicht. Und dann kommt eine Eisattacke, vierfach, wir sind tot. Henry resistet das Ganze. Was machen wir dann? Selber Thunderbolt machen vielleicht Hälfte. Oder 60%. Und dann kommt ein Hyperbeam. Den überleben wir, glaube ich, nicht. Und Henry ist dead. Brauchen wir Henry noch? Ja, keiner für Hypnose. Können auch in Kevin gehen, der resistet das. Kevin könnte sogar schneller sein als Porygon. Haben wir da noch Dingens drauf? Wait a second. Wir haben Low Sweep drauf. Wir könnten einmal scouten. Oh, das ist risky, weil wir noch 80 KP haben. Aber wir könnten einmal scouten mit Protect. Hyper Beam. Ja, okay, gut. Das überleben wir natürlich nicht. Das heißt, er verliert ein bisschen KP und muss sich jetzt aufladen, ne? Das wiederum heißt, wir könnten, wenn ich in Henry gehe, danach holt er wahrscheinlich Metagross raus, ne? Ich denke ja, weil wir halt Bodenschwäche haben. Wir gehen in Serkan. Wir gehen in Serkan. Weil Porygon Z hat Adaptability und wir haben Trace. Richtig. Wichtig. Und wir haben jetzt auch den Hyperspoon drauf. Das heißt, Psychoattacken werden nochmal geboostet. Plus Psychic, Stab, dies, das. Das sollte wegknallen. Ich glaube, das ist einfach tot. Ja. Okay, cool. Okay, okay. Das ist mir gerade noch eingefallen. Last Moment. Okay, Magnezone. Magnezone ist kein Problem. Psychic wird resisted. Shadow Ball ist neutral. Charm bringt nicht viel. Ich möchte aber auch ungern auswechseln, weil wir Adaptability haben. Aber Mason bodied Magnezone einfach weg. Ja. Haben wir Earthquakey? Wir haben Earthquakey. Es wird wahrscheinlich Robustheit haben, ne? Ist aber fein. Wir gehen in Mason. Adaptability ist jetzt leider weg, aber it is what it is. Wir hoffen einfach mal, dass eine Elektro-Attacke kommt. Thunder Wave sogar. Ah, das wäre disgusting. Gut, dann machen wir einen Earthquake. Wait. Hat das Levitate? Oder einen Luftballon? Also Levitate hat es ja, glaube ich, nicht, ne? Wer hat dann den Luftballon, ne? Und der platzt ja natürlich nicht. Obviously, in diesem Heck platzt ja auch nichts. Und unser Garchomp ist einfach tot. Wir überleben mit 7. Das ist so ein Müll. Wirklich, das ist so ein Müll. Der hat Safe Call Luftballon. Safe Call. Weil Magnezone hat keine Levitate, ne? Ich guck das jetzt mal nach, ist mir egal. Aber ich glaube nicht, hat nicht Magnezone Robustheit? Und noch was? Oder nur Robustheit? Magnezone, Magnetfalle, Robustheit und Analyse, ja. Es wird einen Luftballon haben, safe. Safe. Ja, Lichtkanone. Wäre ich jetzt in Serkan geblieben, Alter. Gehen wir an Henry, I guess.
Na gut. Bugbuzz. Das hätte Serkan sehr weh getan. Und natürlich tut das Henry auch sehr weh. So, Henry hat jetzt auch die Überreste. Wir machen eine Hypnose, bitte. Ach, wir sind tot. Mann! Natürlich hat der einen Luftballon, der nicht platzen tut, Mann. Boah, ist das dumm. Boah, ist das dumm, Mann. Ich kann eigentlich nur in Casper gehen. Lichtkanone tut halt weh, aber was soll ich machen? Shadow Ball. Mann, ist das dumm, ey. Es war alles resisted. Es war sogar ein Crit. T-Wave. Will-O-Wisp für den Chip. Volt Switch. Bitte komm durch. Komm einfach durch und triff ihn. Bitte. Ja, bitte. Bitte, Casper. Please. Yes. Okay, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir haben Levitate. Das heißt, da kommt jetzt eine Stahlattacke, ne? Mason, sehr, sehr wichtig. Casper. Ja, gegen Magnesone auch eigentlich wichtig. Ich könnte in Wander gehen. Oder heile ich einmal Mason? Ich glaube, ich heile einmal Mason. Oder wir heilen einmal Casper? Wir heilen einmal Casper, um zu gucken, wie viel Schaden er macht. Ist jetzt vielleicht nicht der klügste Play, aber ich will schauen. Oh, der hat seinen Headbutt. Ja, natürlich. Oh, wir überleben mit 2. Holy shit. Burn sei Dank. Er könnte ihn missen. Könnte. Sind wir schneller mit Casper? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hätte heilen sollen. Gut, das heißt, mit keinem Pokémon sind wir schneller. Dann gehe ich im Wander. Und heil Mason jetzt. Dann bin ich gespannt, was er macht. Zen Headbutt. Ja, okay, ich denke, er bleibt bei Headbutt. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach seine stärkste Option. Was uns nichts macht. Es macht uns wirklich nichts. Ach ja, und ich habe jetzt Gold anstatt Workup. Muss ich auch nochmal tauschen. Weil Workup ist zwar nice, aber wir können uns fast gar nicht mehr setupen. So. Dass wir den so gut tanken, hätte ich echt nicht gedacht. Aber hey, er ist halt burnt, ne? Der Crit hat so hart gemattert. Puh. Rotom. Ich glaube auch nicht, dass wir schneller als Rotom sind, ne? Nee, nie im Leben. Wir haben auch keine Quick Claw mehr. Wanda könnte noch nützlich werden. Sind wir schneller mit Mason? Ich glaube nicht. Eine Hydropumpe tut sehr, sehr weh. Kevin wäre jetzt geil. Ich hätte Kevin vielleicht nicht sanken sollen. Henry wäre auch nice. Wir haben noch Serkan mit Donnerblitz. Dann opfere ich, glaube ich, Wanda für einen Clean Switch hin. Oder hat... Nee, Rotom hat nur Schwebe. Ja, Rotom hat nur Schwebe. Ja. Volt Switch sogar. Ich hätte Mason gehen können. Aber warum holt der Rotom raus? Magnezone.
Okay. So. Wir machen Dragon Claw. Mann, das macht alles keinen Schaden, obwohl wir den fucking Life Orb haben. Und wir können ihn nicht mit Earthquake touchen. Natürlich crittet er uns! First Turn! Wie viele Pokémon hat der noch? Wird nicht angezeigt. Oh mein Gott, das ist jetzt... Oh, ja. Oder machen wir einen Psychic, weil Step ist. Oh, ich guck das jetzt eben nach. Was wirklich besser wäre. Real Talk. Gucken wir mal eben. Ich glaube, Psychic wäre besser an sich einfach. Ich wollte es kalten, aber dann habe ich halt überlegt, beides ist halt neutral, Psychic ist halt Stab. Volt Switch. Der hat noch ein Pokémon, ne? Boah, dieser Fight ist einfach nicht normal. Holy shit, dieser Fight, ey. Ja, das killen wir. Das killen wir safe. Er hat sogar noch einen Full Restore. Aber Golem sollte nicht schneller sein als wir. Das Problem ist, ich würde mich gerne heilen. Er hat sogar einen Focus Sash. Ich würde mich sehr gerne heilen. Aber ich kann nicht. Sobald der uns mit irgendeiner kranken Attacke trifft, Gardevoir ist fragil as fuck. Jetzt ist das Problem Rotom. Und das werden wir nie im Leben one-shotten, außer wie gritten. Nie und nimmer. Hydro-Pumpe. Ich glaube, wir sind einfach tot, oder? Nee, wir überleben das. Oh mein Gott, können wir uns gegenheilen? Wir sind leider nicht schneller, das ist das Problem. Komm, Misty Hydro-Pumpe, bitte. Misty einfach. Please. Volt Switch, das macht sogar weniger Schaden. Aber dann macht er nochmal Hydro-Pumpe. Ja, und das würde uns killen. Wir haben ein Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Er muss die Hydro-Pumpe einfach missen. Er muss sie halt einfach missen. Okay, er hat die Hydro-Pumpe gemisst einmal. Sehr schön. Macht wieder einen Volt-Switch, was nicht so viel Schaden macht. Oh mein Gott, Digga. Muss ich wieder He-Stallen, ne? Aber, ja. Psychic, Rotom ist tot. Jawohl. Oh mein Gott, Digga. Ich habe ein paar unnötige Hacks gemacht, aber ich habe es ja auch in der letzten Aufnahme schon bereits gesagt. Ich möchte nicht so sehr, dass, ja, dass ich so lang brauche. Das ist halt auch, glaube ich, scheiße zum Zuschauen, wenn ich dann so viele Cuts machen muss und so, wenn ich überlege. Bin öfter schneller reingegangen und so, aber naja, it is what it is. Ah, gut, ja, dann sind wir hier fertig. Ich denke, ich drop die Folge dann auch am Montag, weil die hat so lang gedauert jetzt. Die hat so lang gedauert. Dann hatten wir Freitag und, falls ihr das heute seht, heute am Montag, jeweils immer nur ein Kampf. Was echt scheiße ist. Verstehe ich auch. Real Talk ist echt scheiße. Aber ich möchte solche wichtigen Kämpfe auch nicht cutten. Ich hoffe, ihr versteht das. Alright, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, lasst dem ganzen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ab hier geht's dann wieder normal weiter mit Route, Kämpfe, dies, das, labern und ja. Alright, Freunde, ich bin raus. Peace.